Ja, also Pistol Round ist ja eigentlich der Standard irgendwie, dass du schnell A gehst, oder? Also ich kenn's nur so. Ja, es. Oder halt den Vent Drop, wenn du willst. Ich finde es nicht so, weil man sieht halt auch auf, von den Pandaric Aces, die stacken Ramp, die spielen zu dritt Rampe, A auf Retake, also einen oben auf Heaven, den Breezy, zum Spectaten und Wiz, der Outside-Info holt von Yard-Position aus. Und was da schön gemacht wird, ein bisschen greedy von Breezy, aber zahlt sich aus, der holt zwei Spieler da raus. Das heißt, sie sind jetzt dann bei einem 5 gegen 3 Retake. Und das machen halt viele Teams zurzeit so, dass sie A auf Retake spielen, vor allem in der Pistol, weil die Ts einfach zu wenig Utility haben, um die lange aufzuhalten und man dann einfach zu viele Winkel hat, weil man kann durch Lobby kommen, man kann durch Main kommen, man kann über Heaven kommen, so wie man das da sieht. Und da ist der Retake eigentlich relativ leicht. Also man sieht zurzeit sehr viele Teams, die A auf Retake spielen und entweder Ramp oder Outside stacken, damit, falls die Gegner dort rushen, man dort halt viele Leute hat und man an den Choke Points fighten kann oder halt dann auf A den Retake spielen kann. Und das hat jetzt super funktioniert für die Aces da. Ja, jetzt muss ich jetzt einmal. Jetzt interessiert es mich einfach, wie Aces das Ganze spielt. Warte Also mal. du meinst, wie Evo Play verteidigen und wie Aces angreift, Ja. ja. Wieso siehst denn du nicht, wer tot ist? Oder? Das siehst du nicht. Ich sehe, dass gerade alle live sind bei mir. Okay, weil ich hab. Ja, aber du siehst nicht den, was für Waffen sie haben, ne? Nee, doch, also Knife und sowas sehe ich da. Also unter den Namen ist so ein Symbol Ja, aber ich dabei. meine, du hast nicht links diese normale Ansicht, sag ich mal. Nein. Das ist jetzt natürlich praktisch, dass die nicht angezeigt wird. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, sonst sagst du, hilfst du mir halt auf die Sprünge. Ja, aber ich meine, die sieht man ja jetzt auch quasi im Video nicht. Achso. Deswegen muss ich gerade mal ganz kurz schauen, warum die nicht läuft. Weil den Kills-Ding hast du ja gesehen. Killfeed, ja. Komisch. Wir zum Beispiel spielen auch A auf Retake in der Pistol City. Und als T haben wir zwei unterschiedliche Pistol Rounds, aber wie die meisten wahrscheinlich eh schon wissen, wir haben auf allen Maps zwei, damit die Gegner nicht wissen, welche wir spielen von den beiden. Siehst es immer noch nicht. Komisch. Weil das ist der einzige Haken, der gerade nicht funktioniert. Dann muss halt ohne gehen. Naja. So, Pistol Round von Evo Play. Die machen eigentlich so im Grunde schon mal einen ähnlichen Wir Ansatz. schicken zwei Heaven, zwei Ramp und einen unten in Lockers. Und die Pandaric Aces spielen das langsam auf der T-Seite an. Ich glaube, der ist sogar oben, der Boscher. Also von dem, wie er es hält. Was er für einen Ja, Sichtwinkel der hat, ist der ist ja oben, oben. Entschuldigung, ja, Ja. auf Heaven. Aber halt Richtung Outside. Die gattern jetzt vor der Hut, die werden wahrscheinlich A raus explodieren. Ja. Charisma ist auf dem Roof wahrscheinlich, so wie das Ja, genau, mit ausschaut. der Flash. Ja, genau, Charisma steht oben auf dem Dach, wirft jetzt die Flash. Da kommt sie. Da kommt noch eine zweite Boom. hinterher. Und dann holen die sich da den Spot relativ easy. Ja, ihr Vorteil ist jetzt, dass ihr halt wieder in der 5 gegen 3 Position sind, holen sich jetzt auch ein Lobby-Spieler und beide Spieler sind bekannt. Jetzt ist nur noch Bosch Alive, Bosch RT. Schön gespielt eigentlich. Ja, also ich finde es sehr, sehr interessant. Als CT hast du ja quasi sehr schwierig in der Pistol Round Info zu kriegen. Was du in der Runde halt sehr gut siehst, weil sie einfach nur warten darauf, dass irgendwann was passiert und nicht die Möglichkeit haben, was zu stacken. Im derzeitigen Meta finde ich auch, dass die Pistol Round auf der T-Seite ist die leichteste T-Runde auf fast allen Maps. Also die Runde, die du
am leichtesten gewinnen kannst, ist, glaube ich, die T-Pistol. T. Also natürlich Runden, die du noch leichter gewinnst, ist, wo die Gegner nur Pistols haben und du ein Full-Buy. Aber ich meine halt, wo sozusagen das Geld ausgeglichen ist. Ja. So, dann springen wir mal jetzt hier wieder an den Anfang von der ganzen Demo. Wer einmal so erinnert, von der Aces gewinnt die Pistol Round und ich finde es halt interessant, sie kaufen sich vier MP, ach, schon wieder MPs. Sie kaufen sich vier Rifles und nur eine MP. Und ich nehme an, dass Charisma an Door spielen wird mit der MP. Finde ich eine interessante Lösung, vor allen Dingen, weil du ja doch relativ viele Ecken hast, wo du Close Range spielst, sag ich mal. Gegen Pistols, klar, ist jetzt nur ein leichter Force, aber. Ja, also ich bin da auch auf der Seite von den Aces. Wenn ich mir, also die haben die meisten, wie man sieht, am Geld, haben keinen Kevlar-Damage bekommen. Das heißt, sie haben sich um 350 den Head-Kevlar nachkaufen können. Und die Leute, die Rifle haben, haben sich noch immer zwei Flashes, einen Smoke oder eine Flash und einen Smoke leisten können. Dann würde ich auch sofort auf die Rifle gehen. Aus dem Grund, da ich mir, ja, jetzt überleben sie mit vier Leuten, sie sparen sich einfach so viel Geld. Sie müssen jetzt nicht upgraden auf eine stärkere Waffe, sondern sind halt jetzt in dieser Runde mindestens gleich stark. Also fast. Sie haben jetzt eine MP und vier Rifles gegen fünf Rifles. Und normalerweise ist es jetzt die Runde, wo du, wenn du in der Vorrunde MP gehabt hast, im Waffennachteil bist. Und natürlich. Man sagt immer, das ist die Bonus-Round, die man spielt, aber schlussendlich, es geht darum, möglichst viele Runden zu gewinnen. Und ich bin immer jemand, der meint, das Gewinnchancen maximieren und das Risiko minimieren, wenn möglich. Das heißt, wenn ich es mir leisten kann, kaufe ich mir in der zweiten Runde auch ein Rifle mit Head Kevlar. Wichtigste ist das Head Kevlar. Du brauchst einfach Head Kevlar, weil die Gegner dich einfach nicht one-shotten dürfen mit ihren schwachen Waffen. Okay, und wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn, also klar, auf Nuke, doch auf Nuke zum Beispiel, wenn du jetzt den Ventroom hast, da willst du ja ein, Ventroom, Ramp, den Ramp Room hast, dann willst du ja eigentlich hier irgendwie eine Smoke hinbringen zum Beispiel und vielleicht dann noch eine Molly haben, dass du, wenn, dass du halt hier noch eine Molly hast für den Fall, dass du halt gerusht wirst, oder? Also. Sehe ich Ja. jetzt zumindest, ich bin ein Spieler, der gerne viel Utility wirft. Deswegen finde ich eine Runde mit, die mit wenig Utility beginnt, immer schon ein bisschen kritisch. Beziehungsweise halt irgendwie ist nicht so mein Gefühl. Und wenn du Ja, dann man halt. muss die Runde natürlich ein bisschen anders spielen, das stimmt schon. Ich würde dann halt entweder, wenn du Angst davor hast, dass es ein Ramp Rush wird, schon bevor die Runde losgeht, dann entweder Verstärkung anfordern, weil auf Nuke hast du ja immer die Möglichkeit, man spielt, also es gibt verschiedene Setups, aber so ein Standard-Setup ist eine Ramp, einer auf in der Heaven-Gegend Richtung A, der schnell verschieben kann, einer als A-Anker, einer in der Main-Gegend und ein Outside-Spieler. Also Und einer so, sorry, ich, ja genau, dann einer auf A-Side irgendwo, ja genau, einer in Richtung Main und ein Outside-Spieler, wo auch immer, ob der jetzt Yard ist oder irgendwo Lockers outside. oder Garage, ja genau. So, das ist so eine ziemliche Standardaufstellung, die viele Teams spielen. Und du hast halt den Vorteil, dass du drei Richtung A spielen hast. Du kannst immer zum Beispiel den Garrett-Spieler abziehen und nach Ramp stellen und Ramp doppeln und dafür Outside ein wenig offen lassen, weil du da eh mit dem Main-Spieler Info kriegst. Und wenn du früh Info kriegst, kannst du über den Vent runter und über Secret spielen. Oder du holst dir den Heaven-Spieler. Und der Main-Spieler zieht sich ein bisschen mehr auf Side zurück und lässt den Outside-Spieler von Garage eher Richtung So dann. CT Oder ach so, oder spielen. meinst du so, dass er dann so Ja, spielt? genau. Okay. Genau. Ja, oder, ja, genau. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, das zu spielen. Das heißt, Ramp ist zwar meistens nur eine Person, weil Ramp eher selten angespielt wird, weil er halt so ein Choke-Point ist. Also. Ist ganz komisch, finde ich, von der T-Seite jetzt. Und Ja.
Aber wenn du natürlich einen Rudge vermutest, holst du entweder einen zweiten Spieler, weil du zu wenig Utility hast. Oder wenn du halt eben keine Utility hast, so wie du es gesagt hast, und du spielst es allein, dann solltest du halt Engels nehmen, wo du sagst, du machst eine oder zwei Bullets und dann fallst du zurück und wartest auf deinen Spieler. Also auf Ramp ist dann die Position meist hinter den Boxes auf dem Geländer oder halt tief unten in Ramp auf der Rampe, wo es schon runter nach B geht. Die zwei Positionen Ja, wären dann du meinst für den Spieler das? ohne Utility, dass du halt einen Schuss machst und dann Ja, zurückfallst. und dann Genau. fällst du halt hier, und dann fällst du Nach halt hier so unten zurück. runter und Genau. spielst dann da Und oder wartest auf da. deine Mitspieler. Und Ja, oder dadurch, dann. dass du halt den Waffenvorteil hast, wirst du dann trotzdem gewinnen. Deswegen, wie gesagt, ich bin der Meinung, Waffen stark, wenn du es dir leisten kannst, mit Head Kevlar starke Waffen zu kaufen in der zweiten Runde, würde ich es machen. Okay. Dann schauen wir uns nochmal die dritte Runde an. Wo jetzt dann sie gegen 5 Rifles spielen natürlich. Und Ja, genau. Aber sie sind auch gut ausgerüstet. Das ist eben nur ein MP. Dein MP kann man auch immer gut einsetzen. Will geht da Da. sehr aggressiv gleich am Anfang. Ist ein Fun Streak vorbei. Der HDR holt ihn von Silo. Währenddessen aber auch den Ramp-Push. Es ist auch typisch auf Nuke, dass wenn man Leute verliert, dass man eher in die Lobby reinpusht, ja. Jetzt ist man wieder im 3 gegen 3, nachdem Breezy das Nicky angeholt hat. Also, sobald man hier den verliert, dat, hier verliert man dann. Oh, sorry, zu weit nach hinten gesprungen. Hier verliert man den Genau, Real und und in dem dann. Moment beginnen die Ramp-Spieler gleich zu pushen. Das ist eine gute Reaktion, finde ich, weil sie wissen, sie sind zu zweit und das ist nämlich eine gute CS-Regel. Bist du alleine, dann halte lieber. Dann schau, dass du dich nicht exposed, halte deinen Winkel, such dir einen leichten Winkel aus. Bist du zu zweit und in Unterzahl, dann bist du verantwortlich dafür, dass was passiert. Wenn möglich halt. Und in dem Fall war Rampe Push möglich und es ist super schnell gegangen. Der stirbt outside und 2 Sekunden später beginnen Wiz und Gambit zu pushen. So, das ist schon ein gutes Niveau, was wir da sehen. Und Charisma und Breezy sind da ein bisschen passiver. Ja, genau, sorry. Charisma fightet zwar da noch mit dem Silo-Typ, der probiert halt die Info zu behalten und vielleicht noch einen zu snacken. Aber währenddessen ja pusht Gambe und Wiz. Gambe wird aber gerefragt und Breezy hat da gutes Timing. Jetzt, da sie nur noch zu dritt sind, finde ich das einzelne Play da auch ziemlich gut. Und vor allem, weil halt davor auch von Rampe der Druck war. Aber jetzt fällt leider auch noch der Outside-Spieler Richtung CT. Charisma von Fun Streak und jetzt wird's schwierig. Jetzt hat mich dann nur gerade interessiert. Wiz schmeißt da, glaube ich, die Smoke. Er smoket sich da ab, aber geht dann hinterher. Ja, ich glaube, das ist vor allem, weil der Kill gefallen ist. Er wollte halt close sein. Wahrscheinlich wäre er close stehen geblieben bei der Smoke, wenn nicht Breeze in den Kill macht. Aber dadurch, dass Breeze in den Kill macht, fühlt er sich halt wieder sicher vorzupushen. Weil sie haben halt zwei in Lobby gesehen und es sind zwei gestorben. Müssen da. Passt. Da sind wir wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei. Wiz pusht durch die Smoke. Genau. Ja, weil da zwei in Lobby gefallen sind, aber der macht es auch, also der rusht da jetzt nicht durch, sondern der macht das, der checkt da schon. Also Ja. der rechnet schon noch mit dem dritten Spieler auch. Währenddessen fällt halt Outside, das haben auch schon gesagt, Charisma fällt. Wizzy holt den nächsten Frag und jetzt wieder 2 gegen 2. Jetzt ist eine schwierige Situation. Sie wissen, dass einer Outside war. Die Bombe wird gerade abgepickt, der HTR wird jetzt auch gehört. Jetzt hört es. Ja. Jetzt ist es eigentlich nur ein bisschen Gamble. Ich würde an der Stelle von CT versuchen, zusammen zu bleiben, was sie in dem Fall jetzt nicht tun. Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Aber ich würde schauen, also, dass man zusammen eine Side gambelt. Wenn sie dorthin kommen, bist du dort zu zweit und bist stark. Und wenn sie auf die andere Side gehen, dann spielst du halt den Retake.
Weil du kannst auf Nuke, hast dort den Vorteil, dass du beide Sides gut retaken kannst. Aber sie splitten. Der eine geht in die Main, der andere ist unten bei B, gell? Whis ist unten bei Ja, B. Wiz ist unten bei B. Und ich glaube, Reezy hat da auch HTR gehört beim Vorbeilaufen. Okay. Also hier in dem Bereich, der sprintet HTR. Okay, ja. Ja, okay, Und das ist natürlich gute Info. ja, und dann ist die Info da. Deswegen geht Breezy auch langsam vor. Und hat dann das Timing, glaube ich, auf einen von den beiden. Ja, kriegt der HTR. Kann zurückfallen. Hat die Bombe gedownt und. Das war aber ein Fehler von Evo Play, meiner Meinung nach. HTR, die haben da noch 50 Sekunden, der muss da nicht steppen. Der größte Vorteil beim 2 gegen 2 ist, dass die CTs, die Map ist viel zu groß, um sie zu verteidigen. Und die Ts können einfach gemeinsam irgendwo herumschleichen und jegliche Info denyen. Ja, und Riss hat dann halt jetzt hier die perfekte Position. Kriegt den Kill. War natürlich ein bisschen Glück auch dabei, aber trotzdem gut gespielt von den Aces. Also Glück in der Hinsicht, dass beide gut gestanden sind, aber sie haben die Fehler ausgenutzt von den Gegnern und das erfolgreich konvertiert, die Runde. Genau, und dann man sieht auch, sie haben zum Teil auch richtig viel Geld, aber sie haben halt auch viele Spieler wieder verloren. Ja, das ist die City Economy. Die leider Kannst nicht. 8 Runden in Folge gewinnen und eine verlieren und hast kein Geld plötzlich. Ja, das ist sehr schade, dass das mittlerweile so ist. Es ist nicht ganz ausgeglichen, aber das ist ein anderes Thema. Aber es passt so. Die City-Seite ist sie trotzdem noch zu stark. Aber deswegen, weil Safen so stark ist. Also ich glaube, dass sie da ein bisschen was ändern müssen. Ja, da sehen wir auch wieder das Standard-Setup eigentlich. Wie du es vorhin gesagt hast. Ja, Wobei sie. wobei, da ist es jetzt, da haben sie jetzt 2 auf A gestellt. Also wir haben ja Charisma, der Outside hält, aber von Heaven aus, also etwas passiver. Real in Main und dafür Breezy und Wiz auf A. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Aggression Play Richtung Lobby kommen wird von den beiden. Also ich habe zwar die Runde nicht gesehen, aber das ist jetzt mein Guess mal. Wird auf jeden Fall Sinn machen. Real Fight da Richtung Tor. Ja, und Ja, und Riss. Wiz ist da in der Hut und holt den Spieler und pusht auch weiter. Dann geht man da zusammen noch weiter vorwärts. Ja, Aim scheint zu sitzen. Schaut sehr schön aus. Finde ich aber interessant, natürlich wieder gegen Pistols dann so aggressiv zu gehen. Klar kannst du dir da, kriegst du halt Info, aber du hast ja dann schon den Close Angle in dem Fall hier vorne. Ja, es stimmt. Es stimmt. Die Frage ist halt, also es ist da nicht vorher schon einer gestorben? Nein, ist noch keiner Nee. gestorben gewesen. Es war nur low. Sunstreak wird halt ein bisschen low geschossen. Es kommt, finde ich, immer aufs Team an. Und so wie ich, also wie ich das vorher schon einmal auf Aufnahme schon erwähnt habe, glaube ich, dass die Stärke von den Pandaric Aces auf jeden Fall ihr Aim ist. Und die suchen da die Aim-Duelle. Und vor allem gegen schwächere Waffen finde ich das eigentlich in ihre Stärken spielend, weil sie, wie gesagt, sie suchen das Aim-Duell, sie lassen sich da jetzt nicht auf irgendein Execute ein und probieren die Gegner out zu brainen, sondern sie suchen die Duelle und gewinnen sie. Und wenn du einfach besser bist im Aimen, dann macht es schon Sinn. Also ich weiß jetzt nicht, welche von den beiden jetzt rein aim-technisch das bessere Team ist. Ich Ich weiß glaube, nur von den Aces, dass sie gute Aimer sind. dass Aces da schon im Vorteil war, was so die Okay. Overall Stats betroffen hat. Also sie sind auf jeden Fall waren sie eher die Favoriten für das Match und haben sich ziemlich schwer getan am Anfang. Also vor allen Dingen auch auf dieser Map, das sehen wir dann noch. Mich hier interessieren, wie sich dann das Blatt wendet.
Genau, jetzt die erste richtige Round, die wir jetzt hier sehen. Oder nicht die erste richtige, die zweite. Das erste Mal aber mit einer Orb auf C, auf der T-Seite. Auf Funstreak. Und ja, da hat man am Anfang ein bisschen auf die A-Kontrolle gegangen, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau, die waren da eigentlich. Ja, zu dritt waren sie da. Da ist auch ein Molotow gefailt. Also der eine, der hat Molo, glaube ich, der liegt da nicht Ja. ganz. Ja, kann passieren, sollte nicht passieren. Aber man hat da. Ich verstehe nicht ganz, was Charisma da macht. Aber man bewegt sich dann noch schnell nach draußen. Und Real ist auch. Also Real, ah, jetzt verstehe ich es erst, ich habe das nicht gesehen. Real ist da nach Rampe über Secret und läuft dann Ja. über B Richtung Secret, okay. Entschuldigung. Und Charisma wirft in einen Molly. Der kommt von Charisma, das sieht man auch hier links. Charisma hat den Molly in der Hand, wirft den. Das ist der Molly, der nicht liegt. Okay. Aber dass er dann Richtung Main hält, ich glaube, dass er da einfach kurz. Da wird irgendwas gecallt worden sein oder sonst irgendwas. Jetzt hält er halt passiv outside. Finde ich auch ein gutes Setup. Also man schickt einen Rifle über Secret. Real sieht da den Molotov, also weiß auf jeden Fall, dass die Gegner das auf dem Schirm haben, dass für Secret kommen kann. Und man spielt das typische, also eins der Standard-Setups. Zwei auf A, einen passiv outside, einen Secret und einen Richtung Rampe. Man gibt damit ein bisschen die Kontrolle von Outside auf, aber wird in dem Fall anscheinend nicht so gepunished. Ja, aber ist es nicht auch gleichzeitig eigentlich, sag ich jetzt mal, angenehmer für die Team, für die CT-Seite, wenn du einen Bereich hast, um den du dich jetzt weniger Sorgen machst? Also klar, Charisma muss dann noch abaimen oder aimt da ab, hält Das quasi. große Problem ist, wenn du einen Spieler Richtung Secret hast und nur Charisma der Outside, das A drei Löcher hat, und zwar Main hat So, und Door. Und deswegen Main, weil wenn du Close Main gehst, siehst du das von Outside nicht. Also siehst du das, wenn du auf Heaven stehst, als Orb nicht. Wenn HTR, genau, wenn du da Close reingeht, siehst du das nicht. ja. Und du stehst da zu zweit und hast halt auch wenig Utility. Und wenn dann ein A-Execute kommt, dann kommen da meistens 4, 5, 6 Flashes und du kannst als A-Verteidiger wirklich wenig machen. Also es ist extrem schwierig. Und das ist der Nachteil dieser Aufstellung, dass du keinen Main-Spieler hast und quasi nicht zu dritt das halten kannst. Und man sieht jetzt auch, wenn du da kurz stoppst, Charisma hat da Outside aufgegeben, weil halt eine Minute lang draußen niemand gecrossed ist. Sie haben einen Secret-Spieler, das heißt, der Secret Way ist auf jeden Fall für sie kein Problem. Und sie konzentrieren sich jetzt auf A und ist auch die richtige Entscheidung, da jetzt den A-Hit zu vermuten. Ja, und Aber wie. würde mich jetzt interessieren, wie es passiert. Ich finde schön, in dem Moment, wo da oben die Flash kommt. Und ich glaube, HTR macht natürlich auch ein bisschen Steps. Fängt Riddle dann auch an, vorwärts zu gehen. Ja. Ich glaube, er droppt noch eine Smoke hier und verzieht, müssen wir jetzt schauen. Ne, er hat die Smoke gar nicht gedroppt, er hat sie wieder weggetan. Dann bewegt man sich nach vorne. Oh, und beide Orper geben einen Hitmarker. Auch mal interessant. Ja, und das ist genau das Problem. Die Site wird einfach überrannt. Ja, wobei sie haben das nicht so schlecht gemacht. Also sie sind jetzt im 3 gegen 3. Sie haben jeweils einen Spieler geholt. Ist auf jeden Fall eine Runde, die man noch gewinnen kann, weil Nuke ist eine Map, wo man die Sides retaken kann, auf jeden Fall. Und vor allem A-Side. Wichtig ist, dass man dann halt auch einen Plan hat, wie man das angeht. Find gut, dass sie zwei über Main schicken, weil über Heaven ist es immer schwierig, mit mehreren Leuten rauszugehen. Jetzt 18 Sekunden. Kommen die Morlos? Ja, ist schon ein bisschen spät alles. Okay, da hat man die Gap auf Door.
Ich finde, es sind nicht viel Fehler passiert. Die Tees haben auf jeden Fall genau die richtige Strat zu ihrer Aufstellung gespielt. Man hat über alle drei Entry Points ist man reinkommen, zwei über Tor, zwei über Hut, einer über Main und hat die Side schön eingenommen und dann mit Utility möglichst lang probiert, den Retake zu verhindern und ja, und dann steht Sabu da gut mit der Smoke, die CTs geschmissen haben, kann da gut zwei Spieler rausholen. Ja. Dann finde ich, also auf jeden Fall überhaupt keine großen Fehler. Das macht halt dann schon gutes CS aus, finde ich, wenn du dann halt die Lücken findest, sozusagen. Oh, die Smoke kommt early. Die habe ich vorher noch. Haben sie vorher, glaube ich, noch nicht geworfen. Landet auch auf der Hut. Okay. Also, auf Main. Sorry, nicht hat Main. Weiß nicht hier, die da jetzt landet. Kenne ich nicht. Also ich glaube, dass sie gefailt hat. Wäre jetzt meine Vermutung. Ich glaube, dass sie eigentlich eher diese Standard-Smoke halt hier sein soll. Zwischen Blue und ja. Weil nur oben, also außer man will jetzt hier so runterspringen. Ups, ne? Ja. Aber selbst dann ist es ja ein bisschen abaimbar und man hört ja auch den Drop. Genau. Und was macht Panderik da? Doch, Panderik. Ja, die sind, glaube ich, zu zweit in der Hut. Ja, das war etwas unkoordiniert, meiner Meinung nach. Das ist eben auch das, was die Pandaric Aces gern machen, ist, sie suchen halt das Aim-Duell, verlieren das erste Aim-Duell gegen Kovis, der in Lobby steht. Also die sind die sind da zu zweit in Hut. Die Orb pusht ein, aha, ist die Orb. Genau, und der wird nicht einmal geschossen, sondern verliert halt das Aim-Duell. Und der Refragger, also Okay. Wiss, meiner Meinung nach, hat er ein bisschen geschlafen. Der muss da sein, also der muss sofort swingen. Und das hat er halt nicht gemacht, der swingt dann ein bisschen verspätet und verliert dann auch sein Aim-Duell und das ist natürlich dann fatal. Dann ist die Runde, wenn die Tees keine mehr Fehler mehr machen, eigentlich schon verloren. Weil Wiss geht jetzt auch vor, Kovis fühlt sich da auch confident, holt sich dann auch noch Wiz. Währenddessen wird der Hut-Spieler auch vom Tor-Spieler geholt und dann ist die Runde schon vorbei. So, da kann passieren, was will. Ja, und dann wird da jeder Spieler auch eigentlich noch, Gamble wird auch gespottet und dann ist es seine. Ja, und das ist halt jetzt sehr bitter für die CTs. Die haben kein Geld und die Ts haben zu fünft überlebt. Das heißt, es wird schon schwierig, die These wieder zu brechen. Da muss man schon einige Runden gewinnen. Jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt eine reine USP-Runde. Ja. Und ich glaube, die gewinnen. Ja, doch, die gewinnen. Die sehen wir ja rechts unten. Das finde ich jetzt spannend. Okay. Man geht ja wieder zu zweit in Hut rein. Und bei Priest ist er weiter vorn. Real checkt Richtung Main. Geht einfach allein vor. Crazy. Würde ich auch nie machen. Aber weiter traut er sich nicht. Okay, man geht jetzt in den Vent. Real ist unten, gell? Na, Ne, Breeze ist unten, meine ich. Breezy Real ist war in der unten, ja. Main. Breezy ist unten. Okay. Wir können auch mal auf Breezy schauen, weil ich glaube, der müsste den ersten Kontakt haben jetzt. Ja, genau. Und der erwischt halt genau die Orb Ja. ohne eine Waffe draußen und hat dann sogar noch die Oh, Chance auf okay. zweiten. Und eröffnet eigentlich die Runde damit. Ja, war nichts. Also, das war auf jeden Fall ein Fehler von Evo Play, dass man da nicht aufmerksam war, dass es einen Secret-Spieler geben könnte. Und man dann praktisch, man verliert zwei Leute durch den Fehler. Ja, und dann ist halt der Retake, den sie auch gescheit spielen, weil Breezy hat eine Flash aufgesammelt. Ah ja, Und das man ist wartet schön, jetzt auf die. natürlich. Man kann zu zweit über Heaven gehen, gut von City rausflashen, schöne Flash. Holt jetzt wahrscheinlich Gambe.
Ja, Sabo ist auch bekannt. Ja, der Rams-Spieler, ja. Ja, aber gut gemacht. Also das war auf jeden Fall Fehler von Evo Play, der Ja, und ausgenutzt worden ist. ja, vor allen Dingen von Breezy, da auch sehr stark, kriegt er den ersten Kill und kann dann noch einen danach setzen. Ja, natürlich war es gut, aber er hat den ersten Orbschuss auch versetzt. Also es war nicht so, als hätte ja, es war natürlich, ich will das nicht schlecht reden. Es war gut gespielt, aber es war nicht. Sie haben die Runde nicht deswegen gewonnen, weil sie so gut gespielt haben, Ja. sondern weil Evo Play so einen harten Fehler gemacht hat. Ja, und jetzt hat man halt dann doch mal Geld für die eine Runde. Ja, genau. Ja, weil man halt vorher zu fünft überlebt hat auf Evo Plays Seite. Ja, holt sich die ersten zwei Aim-Duelle. Also, das ist halt eigentlich so eine Runde, das ist einfach nur simple Aim-Duelle, da ist kein Execute wirklich dabei gewesen. Und dann macht man es da ganz schlau, dass Breezy halt vorpusht mit Wiz zusammen und halt nur einer, also beziehungsweise der Low-HP-Spieler halt vorgeht und die Info holt. Wobei die Info eigentlich nicht so wichtig ist in dem Aspekt, finde ich. Du hast 2 gegen 5, brauchst nicht unbedingt die Info haben. Ja, und es sind einfach die Aim-Duelle, die sie jetzt gegeneinander spielen, nur noch. HTR ist bekannt. Geht Richtung Rampe, zwei Leute aimen ihm ab. Wobei die Runde ist, glaube ich, noch lustig geworden, ja, genau, weil Moment runter, ja. jetzt ist er Vent runter. Und kriegt dann sogar Real, der da an der Rotation ist. Und rechnet, glaube ich, einfach noch nicht damit, dass Gambe schon so weit drüben ist. Ja, genau. Ja. Muss halt alles leider nicht sein, aber. Solche Runden gibt es immer. Solche Runden tun immer weh. Passiert uns auch leider viel zu oft. Da gibt es einen Run Boost. Also, da hat es einen Run Boost gegeben auf Blau rauf. Aber ich glaube, durch die Smoke, oder ist er da, ist er nicht draufgekommen, was da passiert. Kannst du kurz mal Charisma zuschauen? Charisma. Ja, nein, Run Boost wurde gefailt und dann wird normal geboostet. Okay. Also, ja, und dann ist er nicht hochgekommen. Uff, kann passieren. Ja, gibt schlimmere Sachen. Ja. Und diesmal geht sie outside durch. Haben eine Smoke zu wenig, was sie, glaube ich, auch das so ein bisschen das Verhängnis ist. Die kommt erst zu spät. Und dadurch ist halt alles bekannt eigentlich. Und jetzt müssen wir eigentlich nach unten schauen. Ja, Gambe ist schon unten, hat da die Position, um das abzufangen. Oh, wird er da gespammt? Krass. Ja, Funstreaks spammt ihn da raus. Ja, solche Kills sieht man auch selten. Kriegt der. Heute kriegt Funstreak die Waffe. Sabo. Da müsste man jetzt wahrscheinlich. Warte mal. Das nehme ich jetzt doch. Funstreak. Müsste einer oben am Vent gestorben sein, vermutlich. Ja, genau, Wiz stirbt da und die Waffe. Unter Invent. Beziehungsweise, ich glaube, die bleibt oben liegen und er geht Also kurz er hoch. holt sie sich. Ja. Aber er holt sich halt da die Waffe, hat dadurch eine Okay. Waffe, um zu bangen und holt sich dann Gambe. Gut gemacht. Und dann haben sie eine 3 gegen 3 Situation und Nuke ist so unübersichtlich für das. Ja. Ja, Charisma aimt da einfach unten ab.
Und dann Fun Streak ist da neben, wie heißt das, Radio? Naja. Ist er oben, dann ist er in Nee, nee, Lockers. nee, er ist unten. Aquarium nennen wir das. Wie? Aquarium, weil dort halt die Aquarium. Fensterscheiben sind. Ah, okay. Ja. Aber es gibt mehrere Namen, wie heißt denn es sonst noch? Ja, auf jeden Fall ist die Bombe halt dropped. Was das für Krasma und Reel relativ einfach macht. Reel ist halt noch ein bisschen besorgt auf den Lurk von HTR. Und Charisma hat es halt relativ einfach. Ja, kriegt dann da auch noch den Kill. Gott, Nuke ist echt schwierig. Ja, Nuke, da muss die Rotation stimmen und man sieht es eh, sobald die Standardaufstellung durchbrochen ist, ist für die T ist halt 100 Mal leichter. Aber haben sie leider da jetzt nicht so gut konvertiert. Schauen wir mal, wie es jetzt ausschaut. Also jetzt haben sie nur Pistols gegen Rifles. Ja, das war so ein bisschen der rote Faden in dem Matchup, dass die Pistol Rounds meistens, die Pistol Forces meistens gewonnen wurden. Da waren sehr schlimme Runden dabei. Okay. Ja. So, das müssen wir jetzt nochmal langsam. Ja, Gamble. HTR, also Real ist da aufmerksam auf HTR, weil HTR auf Main gesteppt hat und währenddessen pusht Sabo aus Tor raus und holt sich den Spieler in Main. Breezy pusht zurück. Währenddessen pusht jetzt Gambe auf Ramp und Kovis macht den Deagle Shot und schon sind sie im 4 gegen 3. Und Breezy, okay, holt sich den Torspieler. HTR ist im Main bekannt. Fightet da. Ja, und stirbt auch. Aber die ist Kovis. Kovis ist oben und Kovis ist oben, man hat die Roche ist Bombe. unten, gell? Ne, die Bombe ist, glaube ich, dropped in Lobby oder so. Uff. Sieht zumindest so aus, weil sonst würde man nicht zurückkommen. Und Ball. Ah! Der Okay. holt sich den Wendspieler, Ja, gell? Breezy ist unten im Vent drin. Okay, warte mal, das müssen wir jetzt nochmal. Jetzt brauche ich mal. Ach so, Breezy geht kurz runter, um zu checken und wird dann erwischt, okay. Es ist alles nicht so einfach auf Nuke. Ja. Ja, und dann ist ein 2 gegen 2 und dem Und von. die bleiben noch beide oben, die Pandarics. Ja. Auch interessant, wenn man unten den Spieler verliert. Die wissen anscheinend, dass die Bombe noch oben sein muss. Bosch arbeitet sich da über Siegfried wieder nach A und jetzt wissen sie, es wird der A-Hit. Ich glaube, es ist sehr lesbar. Aha, aber Ja, Kovis lauft Richtung Ramp. Man hört den jetzt auch. Also Wizard ist auf dem Schirm. Charisma. Fightet outside, Bovis läuft Rampe runter. Also muss man doch hören. Ja, bis Drop End. wird da Tor abgesmoked. Und jetzt sind wir in 2 gegen 1. Ja, und dann ist es halt dieser schöne. Die schöne Play, du bist oben auf dem Catwalk, ne? Ja, genau. Doch, Catwalk und dann da abgegamed zu werden, ist halt immer schwierig. Wobei Wiz das sogar relativ schnell checkt, aber Charisma mit der Orb natürlich nicht so unbedingt die beste Waffe zum Ja. Recheck hat. So. Und dann hast du halt wieder gar kein Geld als CC. Es ist so brutal. Ich glaube, das zieht sich jetzt auch erstmal durch bis quasi zum Ende der Halbzeit. Dass man sehr wenig Geld nur hat. Da Okay. fahrt man einfach rein. Pushen zu zweit Ramp, das sind Gambe und Gambo und Real. genau, die haben beide keine Waffe gehabt oder schon? Nur einen Deagle, glaube ich. Ja, also Deagle oder. Nee, 5-7 und P250. Nee. CZ, Alter, was ist denn heute los? Zu lange kein CS mehr gespielt.
Genau, die pushen beide vor, kriegen beide den Kill nicht. Charisma kann zwar einsetzen an der Tor, aber hilft dann auch nicht so viel und Ja, dann. dann pusht man auch noch mal weiter hat und dann ist es schon wieder die Runde. Ah ja, da erinnere ich mich dran. Zack. Ja, war auf jeden Fall das Problem, dass der Ramp-Push nicht erfolgreich war. Ja, also für, ich meine, für einen Force-Buy, wenn Ja, der. aber hat eine Orb und so, also Ja, aber wenn das Play so ist, eine du. Runde kann man schon gewinnen. Man kann die Runde gewinnen, ja, aber wenn du halt. Also ich meine, du setzt ja ziemlich viele auf ein, zwei Plays. Ja? Also in dem Fall setzt du eigentlich alles darauf, dass du beim Ramp-Push einen Kill setzt und am besten zurückfahren kannst, ohne Ja, dass. warum schickst du denn keinen dritten Spieler dazu, dorthin, wenn du wirklich nur aufs Ramp-Play gehst? Ich finde, es war einfach. Sie haben da eine Flash, sie hätten die Flash auch verwenden können. Also, es gibt ja diese Eckenflash da, also die man bei dem Ramperaum, ich weiß gerade nicht, wie Ja, es macht heißt, er ja wo sie jetzt sogar. gerade sind. Also macht er eh. Ja, also die Flash kommt von können ja gerne mal einfach mal kurz zuschauen. Da kommt die Flash. Ja, die war auch ein bisschen früh. Und ja, Bosch kriegt halt da beide Kills. Können wir uns kurz aus Bosch-Perspektive anschauen? Natürlich. Ja, okay. Okay, der war komplett weiß, aber dass der da beide Kills kriegt. Ja, der lackt halt rein. Gambe verschießt seinen ersten Shot, das ist das Problem. Das ist halt dann. Ja, war auf jeden Fall gut gespielt von Bosch, oder dass er da noch beide kriegt. Aber Fehler ist in der Hinsicht bei den Aces. Ja, aber Ja, also und dann ist die Runde vorbei. 2 gegen 4 kannst du vergessen. Also da muss ein Wunder passieren. genau. Gut, Runde drauf. Wieder kein Geld. Also diesmal auch gar nicht. Entscheidet sich wieder Ramp zu pushen, oder? Na, man Ich glaube, slackt, ich bin boostet staked sich da. diesmal. Aber Hofft, dass sie B gehen. die Ts haben jetzt auch noch nicht so häufig Rampe angespielt. Ja, und dann fällt er halt an Dor, fällt der erste Kill. Ich meine, Dor fällt ja leicht mal ein Kill. Oh, man kann sogar Funstreak refaggen. Aber Sabo ist halt da, passt auf und dann. 4 gegen 3, man weiß, man hat 2 A-Leute getötet. Ja. HTR arbeitet auch raus. Finde ich ein bisschen schade, dass der allein ist, weil wenn der stirbt, wenn da wirklich ein Stack ist, dann hat man gar noch eine Waffe. Ist nicht da zum Refrain, jetzt sitzen sie wieder zusammen, jetzt ist es gut. Ja, Sabo holt die Bombe. Das dauert dann halt alles ein bisschen. Alles passt schon. Man hat genug Zeit. Wichtig ist, dass man überlebt und dass man keine Waffen feedet, weil so verliert man dann halt die Runden, wenn man eine Waffe herschenkt. So wie da beim Secret Poach, wo man die Orb hergeschenkt Ja. hat in deinem Pistol Round. Ja, man kann die Orb recovern und man hat so viel Geld, das reicht halt locker für alles jetzt. Genau, Aces kaufen jetzt wieder. Diesmal keine Orb. Ja, Und. man hat ein bisschen wenig Geld, man sieht da 4 Leute ohne Head Kevlar. Das ist bitter. Okay. Peasy kommt da am Anfang mit, bleibt oben im Heaven. Und dann, als er rotieren will, sich anders hin positionieren will, hat Farnstreak halt den Winkel, dass er nicht weiß. Und damit hat man halt schon mal gleich am Anfang an ein 4 gegen 5. Entry. Aber war halt auch Fehler, der gepunished wurde. Ja, und jetzt Bosch ist auch schon durch. Hat da auch Rampe schon eigentlich eingenommen. Kriegt dann auch den ersten Frag sogar noch und.
Ja, Gamble kann sogar fast zwei setzen. Aber dadurch zerfällt halt alles. Du siehst es jetzt real. Rotiert, glaube ich. Ja, genau, rotiert über. Oh Gott, rotiert halt outside zurück. Und HTR hat dann freie Also Bahn. real, okay. Der immer am Lurk, also. HTR. Ja, HTR ist ja immer so ein bisschen am Outside lurken. Ja. Und hört dann halt, wie Real Er hört wegläuft. es, ja. Und ab dann hat er halt auch freie Bahn. Dann ist es sehr, sehr schwierig. Viz ist dann, glaube ich, gar nicht ready für jetzt. Dass einer über Main reinkommen könnte. Er dreht sich quasi Im rechtzeitig Moment. noch um, aber keine Chance dann. Und dann ist es Ja. ein Er ist Retake. wieder 4 gegen 2. Ja. Real probiert noch einzumachen und zu überleben, weil er ist im 2 gegen 3, aber Ja, und Van Streak aimt ist da ab. vorbei. Da ist halt durch. Ja, jetzt hat man wieder nur so ein Half bei, weil man für die letzte Runde halt sparen muss. Die Runde ist schnell, da pusht man jetzt wieder durch, aber diesmal hat man keine Flash. Kriegt aber sogar mal zwei Kills sogar. Das ist halt sehr unlucky. Aber mein, die sind halt zu viert in der Lobby, was auch gut war, weil das war sicher gecallt, dass die Gegner Eco haben und dann wird halt gern Lobby gepusht und dann ist es gut, wenn du da zu viert stehst und das hältst. Sie waren zwar die letzten Runden jetzt öfter HTE alleine draußen, aber gerade in so einer Runde zusammenbleiben gegen Pistols, das ist die Devise. Dass Bosch da alleine Richtung Radio ist, ist ein bisschen blöd, weil der macht dort einen und wird dann gekillt und dann macht Kovis auch nur einen und wird dann wieder gekillt. Ist halt gegen Ikus willst du ein bisschen mehr machen. Ja. Aber du hast ja trotzdem hast du ja zumindest die Möglichkeit hier zu refraggen und nicht ganz alle Waffen aufzugeben. Was auch relativ gut funktioniert. Sabo hat da halt Glück, dass ich glaube Charisma ist das einfach ihn nicht killend, weiß nicht, Ja. nee, ihn nicht da erwischt und dann Breezy halt im Molotow stirbt. Ja, dann schauen wir uns noch die letzte Runde an. Also von der ersten Hälfte. Genau. Doppel Orb jetzt bei den Pedericks. Roll off Ramp, also auch outside. Na, in der Main ist die Orb. Ja, ist auch ein nettes Setup. Ja. Find ich auch ganz gut, dass man da outside ein bisschen mehr, oder ein bisschen aggressiver ist, sag ich mal. Weil ich finde, outside ist so, klar kannst du es auch sehr passiv spielen immer. Aber so ab und zu ist es doch ganz gut, wenn du weißt, okay, Outside ist garantiert gar nichts und du kannst dich mehr, also der Rest kann sich mehr darauf fokussieren, dass es bei ihm passt. Und dann haben sie jetzt noch ein Double Orb Setup, das heißt, du hast eigentlich den kompletten Ramp Room da oben hast du ja auch. Du hast ja gerade eine Kontrolle, die so, würde ich gerne zeichnen. Du hast ja diesen ganzen Bereich hast du ja gerade unter Kontrolle. Das macht Ja, sie, klar, noch noch. bis jetzt. Real wird viel verlieren, weil der sieht halt nicht viel. Jetzt kann schon wer hinter Red stehen. Silo wird für ihn gefährlich, wenn die Smokes faden, ist er da auf jeden Fall in der Falle. Ja, Charisma setzt dann den ersten Kill da an der Door. Und ich könnte mir vorstellen, dass Reader jetzt gleich fällt. Ich glaube. Ja, Also wird ist. geboostet, ja, und Fnstreak sieht ihn da. Real kann da halt nicht viel machen, der braucht ein bisschen Support. Nachdem Charisma da einen gekillt hat, wäre ich der Meinung gewesen, hätte das gleich Real supporten müssen. Weil wenn Charisma da in Main steht und ein bisschen aimt, sieht er den Boost und dann gibt Real nicht. Ja, oder halt ihm. Achso, ne, doch, er hat eine Flash. Weißt du, auch einfach, dass du mal reinpieken kannst dann, weil an der Ja. Position, du hast halt wirklich hinter den Smokes, ist schwierig. Ja, und jetzt nachdem der Kill gefallen ist, geht Reezy gleich runter. Muss er auch. Wobei, glaube ich gar nicht. Weil ich glaube, Dass er das. runter muss. Ah, okay, Wiz steht unten. Das sah eben so aus, als würde Wiz oben stehen. Wenn Wiz oben gestanden hätte, wäre es natürlich für ihn das ein leichtes gewesen, quasi
einfach nur auf Heaven zu rotieren noch. Also, und dann den Cross zu haben. Meine Güte, ja, anklicken. Also, ne? Ja. Aber wenn er unten steht, klar, dann muss Breezy, oder dann muss zumindest einer von den beiden muss runter. Und wenn Breezy sagt, er macht das, dann er hat noch eine Smoke, wisst nicht. Das ist schon die richtige Entscheidung, dass er sich da nach unten begibt. Ja, Und und dann jetzt suchen die CTs wieder nach einem Kill. ja, ein bisschen zu Aber früh, würde ich Batte ist sagen. ready. Weil es sieht so aus, als würde. Also Charisma will da ja auch reinpieken. Und Wisp piekt halt schon ein bisschen zu früh, hat Zu er vielleicht früh, den ja. Angle nicht ganz im Kopf. Und damit ist es dann 4 gegen 3. Charisma verschießt da auch einmal. Wird jetzt abgemollied. Muss eigentlich pieken. Macht das. Boah. Ja, und dann kommt Kovis von Outside rein. Macht es halt extrem schwer dadurch. Ja, Breezy kann dann von Outside noch einen holen, aber es ist halt 2 gegen 4. Ist. Was aber auffällt oder sehr auffallend ist, ist, dass es keinen einzigen Execute gegeben hat von den Ts. Also es hat am Anfang, glaube ich, die eine Flash, nein, das haben Derek gespielt mit der Flash. Es hat keinen Execute gegeben. Die haben die ganze Zeit Default angespielt, haben sich aufgebaut, haben irgendwo Aim-Duelle gesucht. Ich bin der Meinung, dass gegen ein solides CT-Team Evo Play keine einzige Runde called hätte. Also, natürlich, außer du schießt die Gegner einfach um. Wenn du einfach besser bist im Aimer als die Gewinner, dann natürlich, dann gewinnst du solche Runden auch. Aber sie haben jetzt nicht gewonnen durch ihre taktisches Können und weil sie immer zu zweit gelaufen sind und gut gerefragt haben und einfach den Gegnern keine Chance gelassen haben, sondern die haben einfach einzeln sind die irgendwo herumgehammelt und haben die Aim-Duelle gewonnen. Und haben die Fehler haben abgeaimt und haben die Fehler von Penderic ausgenutzt. Was natürlich auch natürlich gut ist und schwierig ist. Also das, so ein Niveau muss man mal erreichen. Aber was mir wirklich gefehlt hat, ist die Koordination beim Executen einer Site oder gemeinsam irgendetwas anzuspielen. Weil es war bei denen, war jeder Solo-Arbeiter. Aber ja, schauen wir uns jetzt die andere Seite an. Ja, genau. Also Pistol Round haben wir schon gesehen. Ja. Gerade auch nochmal im Schnelldurchlauf. Einfach Pentarch Aces mit dem Execute of Arc kriegen die Aim-Duelle auch. Was natürlich auch einfach ist, wenn die Gegner geflasht sind. Und dann ist das die erste Runde für Pentarch nach einer langen Zeit. Ich glaube 6 Runden fast, die sie in Folge verlieren. Ja. Und ja, genau, dann geht es jetzt weiter mit der. Anti-Eco, zweite Anti-Ego, Runde. genau, Dankeschön. Was hat man zum Beispiel von Evo Play nie gesehen? Die sind nie zu fünft Outside gegangen oder sonst irgendwas. Was macht jetzt machen die Aces jetzt gegen die Pistol Round? Jetzt spreaden sie ihr PC, haben Outside Control. Wir müssen sehen, was sie machen. Frieren sie ein oder bleiben sie da? Ich glaube, Ja, das sie ist frieren ein ein. bisschen ein, Ja. halten die Sachen, schicken Real da auf Heaven rauf. Es wird alles andere, wo Leute pushen können, abgeaimt. Ich schätze mal, dass man dann probiert, auf A zu gehen, wenn es Real of Heaven ist. Hätte es da cool gefunden, wenn da vielleicht zwei auf nach Heaven gegangen wären. Weil es ist natürlich auch immer gefährlich, alle allein zu schicken. Wie gesagt, wenn es dann eine Waffe verlierst gegen ein Pistol, ist halt schlecht. Ja, und jetzt wird weitergearbeitet. Ich schätze mal, jetzt gegangen, ja, kommt Richtung Main, stirbt er gegen Kovis. Wird nicht gerefragt, aber Breezy aimt ab. Und jetzt geht man Main rein, schätze ich. Ja, Wiz wollte da noch Secret und jetzt wird drauf gegast. Ja, Ist und HTR unten auf B? ja, sind beide unten auf B, deswegen
Also, okay. Es ist da relativ einfach und dann haben sie die A-Site for Ja. free. Musst du nur an Kovis vorbei. Das ist halt der einzige Punkt gewesen. Ja, war gegen Pistol, war gut gespielt, hat gepasst. Man verliert leider ein bisschen zu viele Leute. Also unter anderem jetzt auch noch. Er möchte noch die Waffe safen. Kriegt gleich Dann sogar noch schaut einen so Kill. aus, als wird Boah. es. Also. Kriegt gleich sogar noch einen Kill. Ja, willst du ein Charisma jagen ihn da? Ja. Ja, Ja, viel wird. Damage gemacht, war auf jeden Fall eine gute Runde von Evo Play, da drei Spieler zu killen. Gut wäre es natürlich gewesen, wenn sie die AK noch durchgebracht hätten. Aber jetzt schauen wir die Runde an. Pushed Ramp als Genau, CT. also man smoked zwar, aber man smoked absichtlich, oder? Ist das, die ist absichtlich so geworfen. Ja. Ja, glaube auch. Und, okay, man verliert Funstreak pusht da mit der Orb und hat halt dann das Pech, dass er. Verschießt und Wiz mit der MP fahrt einfach drüber. Ja, und hätte er Kevlar gehabt, dann ist es vielleicht nochmal anders, aber so ist er halt. Sofort raus, aber kann dann Refrag setzen. Erwartet dann den nächsten Spieler nicht. Und gleichzeitig hat Breezy da mit Boscha ein Duell Outside. Aber man hat halt die Outside Smokes geworfen, ist aber dann doch nach innen. Und dadurch, dass man Rampe zwei Spieler hat, kann man ja das auch eigentlich direkt einnehmen. Bin ich gespannt, ob HTR da einen Kill setzen kann gleich oder ob sie jetzt wieder freezen und einfach nur darauf warten, dass jemand reinpiekt. Das machen sie ziemlich gut, finde ich. Ja, also das meiner Meinung nach schaut schöner aus, die T-Seite von Aces bis jetzt. Also es waren bis jetzt zwei oder drei Runden, aber schaut schöner aus von den Aces als von Evo Play. Gambit kann da refragen. Auch ein bisschen spät, aber gut genug. Ja, und jetzt hat Und man man geht jetzt A-Side auf halt. A. Ja, und die anderen waren B bzw. Secret. Die Runde sollte auch schon wieder gewonnen sein, wenn man keine Fehler macht. Geht es auf Afterplant Positions? Ja, Kovis kommt jetzt die Treppe hoch. Mal Leiter hoch. Erwartet Gamba nicht, Gamba kriegt den Kill und dann ist es nur noch Boscha. Der saven gehen muss. Also, was anderes macht Ja. halt gar keinen Sinn. Ja, spielt einen schönen Off-Engel, kriegt nochmal einen Kill. Ja. Und keiner in der Nähe. Schauen wir mal, was da passiert ist. Wieder mal Waffe plus vier Pistols. Man macht einen A-Rush. Okay, das ist passiert. Ja, der Arash ist, Was für Utility ist da bitte gekommen? Ich habe die Utility leider nicht gesehen. ja, also, pass auf, den Arash, den kann ich dir gerne auch so zeigen. Weil der ist, also der war echt kritisch. Warte. So. Hier wird aufgeschossen. Der Arash steht aus einer Smoke. Okay, ja, eine Smoke. Das Problem ist halt, man hat den Waffenvorteil und den Utility-Vorteil und gibt halt alles auf, indem man durch zwei Chokepoints durchläuft. Und wenn man da halt mit einer Pistole kann man halt in Close Range einen schon ziemlich schnell töten, wenn man gut aimt. Ja, das war einfach meiner Meinung nach ein strategischer Fehler. Ja, definitiv. Also, was sie sich da gedacht haben in der Runde, das ist. Das würde ich echt gerne wissen. Persönlich.
das war so die Runde, da hat man zumindest im Stream hat man angefangen, die Die was? Hallo? Sorry, da hat man irgendwie die Hände über den Kopf geworfen und sich gedacht, oh Mann, muss das dann jetzt sein? Und ja, das war nicht so die optimale Runde. Ja, man weiß halt selber als Zuschauer nie, was da wirklich abgangen ist, ob das irgendein Read war. Also, nein, Read, den sie dann falsch gelesen haben, schlussendlich. Aber, ja, ich, meiner Meinung nach, also jetzt im Nachhinein betrachtet, war es auf jeden Fall ein Fehler. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Runde an, genau, oder? Dann schauen wir uns die nächste Runde an, sorry. So, nächste Runde. So, jetzt hat so, und da hat man, vor allem, man hat jetzt auch kein, nicht mehr richtig Geld. Du siehst es, ja. In den ersten Runden sind zu viele Leute gestorben immer. Und die CTs haben so einen Economy-Boost dadurch. Machen wir mal kurz Pause. Das ist nämlich auch interessant. Vielleicht auch dann interessant für den Beitrag. Auf der CT-Seite sieht man jetzt vier Leute ohne Headcabler. Alle haben noch mindestens 1000 Dollar übrig, wenn nicht mehr. Also viele sogar 3000, 4000, 5000 sieht man da. Ja. Es gibt viele, die sagen, auch, also mit denen habe ich schon mit ein paar Leuten diskutiert, ja, Headcabler ist für nichts auf der CT-Seite, weil die T's AKs haben und Kriegs und keine Ahnung, AWPs, wo du mit einem Bullet im Kopf wurscht aus welche Distanz stirbst. Ja. Deswegen spar dir die 350 und kauf dir lieber eine Nate. Jetzt ist die Frage, erstens, wenn du das Geld hast, ich bin der Meinung, wie ich vorher gesagt habe, wichtig ist meiner Gewinn der Runde maximieren, Risiko minimieren. Der Headcabler. Erstens, man sieht jetzt auf City-Seite, wir haben eine Galil und eine Tech-9. Beides Waffen, die keinen Insta-Headshot geben, wenn du Headcabler hast. Ohne ja. Headcabler schon. Erstes Problem. Zweites Problem, was ich sehe, wie oft passiert es, dass du durch eine Kante hindurch einen Headshot bekommst? Ich weiß, es passiert jetzt nicht jede Runde, aber mindestens einmal im Game bekommst du einen Ding durch eine Kante an der Wand, ja. weil du einfach so oft an einer Kante stehst und wenn du da keinen Headcabler hast, bist du meistens tot. Wenn du Headcabler hast, bist du meistens nicht tot und überlebst mit so 20 HP oder sowas. Ich bin der Meinung, immer Headcabler kaufen. Außer du spielst irgendeinen Strat, wo du unbedingt eine Utility brauchst, natürlich, und sonst funktioniert die Strat nicht, dann bitte Utility kaufen. Aber immer dann, Headcabler kaufen. Ja, aber selbst in dem Fall, wenn du eine Strat spielst, ist dann nicht eher die Sache, ich downgrade meine Waffe, wenn ich dafür Headcabler haben kann und volle Nades? Ja, das ist vielleicht wieder ein anderer Punkt. Da kommt es wahrscheinlich drauf an, bin ich ein Spieler, der die Gegner outbrained oder outaimed? Wenn ich ein Spieler bin, der die Gegner outaimed, dann brauche ich eine starke Waffe. Wenn ich ein Spieler bin, der die Gegner outbrained, dann kannst du es auch einmal mit einer Shotgun probieren oder sowas. Ja, oder halt, dass du halt sagst, okay, jetzt kaufe ich mir eine Farmers die Runde, weil ich brauche halt die 300 Dollar mehr für eine Nate. Oder weil unser Strat halt sagt, okay, wir brauchen jetzt. Aber das finde ich schon, weil oft eine Flash kann schon wichtiger sein als Headcabler auf einem Spieler. Wenn eine gut platzierte Flash kann halt über Runden Sieg und Runden Niederlage entscheiden. Also bist du dann eher der Meinung, okay, lieber eine also lieber Headcrafter für eine Nate opfern, aber was Waffe betrifft, lieber Waffe anstatt Headcrafter oder Nates. Also Waffe quasi immer als Prio 1 und dann Nates. Nein, ich bin der Meinung, immer Headcrafter kaufen.
Es gibt nur wenige Ausnahmen. Also ich würde sagen, Grundregel, Headcaver kaufen. Ausnahme 1. Ich weiß, dass ich viel besser aim als meine Gegner. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass alle Gegner starke Waffen haben. Dann lasse ich mir einreden, okay, ich kaufe kein Headcaver. Dafür hole ich mir die starke Waffe. Wenn genau die 350 über das entscheidet. Wenn du sagst, ohne die 350 kriege ich keine starke Waffe, dann okay. Also das ist Ausnahme 1. Und Ausnahme 2 ist, es gibt eine Strategie, die wir haben, die wir jetzt unbedingt spielen wollen und wo wir glauben, dass die jetzt unsere Gegner gerade aushebelt, weil wir einen Read drauf haben oder sowas. Ja. Und die funktioniert nicht, wenn ich jetzt meine Utility nicht kaufen kann, dann kaufe ich die Utility. Die Okay. zwei Ausnahmen gibt es meiner Meinung nach, dass du dir keinen Headcaver kaufst. Sonst immer Headcaver kaufen. Okay. Aber ich habe schon viel diskutiert und es gibt halt viele, die ganz anderer Meinung sind. Und sie können das natürlich auch so spielen. Es kann auch sein, dass ich falsch bin. Naja, aber Ich sehe es bei den es Pros halt auch so, dass es gibt quasi, wie gesagt, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen im Szenario, dass Pros keinen Headcaver kaufen, weil halt viele mit dem Argument kommen, ja, Pros kaufen auch kein Headcaver, aber das ist meiner Meinung nach die Ausnahme und da gibt es halt eben, bei mir gibt es auch Ausnahmen. Aber nur weil es Pros machen, heißt es auch nicht, dass es richtig ist. Pros haben jahrelang die Krieg und die AUG nicht verwendet, während die AUG und die Krieg OP waren zu der Zeit damals schon. Ja. Also, ja. Ich weiß es nicht, aber ich würde mir auf jeden Fall immer Headcaver kaufen. Okay. Außer mit den zwei Ausnahmen. Genau. Gut, dann starten wir doch mal in die nächste Runde, Runde 20, Ja. wo jetzt genau der Fall ist, dass nicht so viel Headcavler unterwegs ist, aber eine Galil und eine Tech 9. Ja, Und natürlich muss das jetzt nicht ausschlaggebend sein, könnte aber sein. Ich denke mal, das sieht nach einem Ramp-Play aus, würde ich behaupten. Ja, Man probiert da außen ein bisschen Pressure zu machen über Silo, vielleicht ein bisschen zu spotten, damit niemand pusht. Und man geht jetzt zu viert über Ramp. Breezy hält da noch für Charisma ein bisschen. Was? Okay, der hat Headcaver gehabt, ja. Ja, der hat Headcavler Oder? gehabt. Sabo hat Headcavler. Ja, hat Headcaver. Boah, ja. Das ist jetzt genau der einzige Spieler, der Headcavler hat, der aber halt von drei Leuten gefaced wird. Und dann geht's halt Richtung Underground. Charisma hat dann da noch den Lurk oben. Kovis ist aber schon unten bei Single Door, ja. Ja, Kovis ist schon unten. Der einzige, der noch oben ist, ist HTR, der da jetzt wahrscheinlich in den Fall kommen wird noch. Und jetzt Kovis. Oh, schöner Achso, nee, Spam. ja, jetzt müssen wir doch nochmal hochschauen. Sorry. HTR kommt früher, als ich dachte, schon in diesem Moment. Ja, genau. Krass, man hört ihn da ankommen und ich glaube, die Door ist sogar noch zu. Swingt die Door open. Ja. Ja. Hört ihn da jetzt laufen. Auf. Den Kill. Ja, schönes Play. Es ist immer gut, da jemand oben, wenn du genug Ressourcen hast, also genug Spieler hast noch übrig, oben wen bei Tor, die Rotation Cutten ist einfach so stark. Vor allem auch wenn er spät dann durch Vent kommt, so wie er es jetzt tut. Ist einfach so eklig für die ganzen City-Spieler. Ja, dann ab dem Punkt haben sie es eigentlich schon gewonnen. Klar, Ja, Bosch kann dann noch einen setzen, Fanzwick jetzt auch, aber es ist trotzdem 3 gegen 2 und wir hatten also außen am 5 gegen 2. Oder? Ja, doch. Zwischenzeitlich ein 5 gegen 2, das ist einfach nicht retakebar. Ja, Bosch wird dann auch rausgenommen und Fanzwick muss einfach seine Orb saven. Muss irgendwie Ja. versuchen, die durchzubringen. Da kann man nichts mehr machen. Genau. Zieht sich jetzt auch, glaube ich, zurück. Hat dann auch das Glück, dass keiner in der Nähe ist, um ihn da abzufangen. Und kann sich dann in den CD-Spawn zurückziehen. Gute Runde. Weiß gar nicht, ob er da jetzt noch einen Kill kriegt. Auf Charisma. Ah, kriegt sogar noch den Kill auf Charisma. Also in dem Fall perfekt für ihn gelaufen. Also, so perfekt, wie eine verlorene Runde laufen kann. Ja.
Ah, man sieht jetzt aber schon wieder, also jetzt haben drei Leute Headcap. Mir muss das irgendwer mal erklären, wie sie entscheiden, ob sie Headcap kaufen oder nicht. Nächstes Mal habe ich jemanden für dich da, der das mit dir diskutiert. Ja. Nee, aber finde ich also finde ich wirklich einen interessanten Punkt mit dem Headkeffler, weil ich halt auch, also ich kaufe es eigentlich immer, aber einfach nur, weil ich dann, also weil ich dieses Argument halt nie so gut fand mit dem, dass niemand Headkeffler, also dass man eh gegen Akas spielt. Aber Es genau. gibt halt so viele Situationen, wenn der AWP-Spieler in Close Combat kommt, nimmt er oft seine Pistole raus. Wenn du kein Headkevlar hast, kannst du mit einer Glock in Close Range einen Single Headshot kriegen. Das zahlt sich einfach meiner Meinung nach nicht aus. Ja, da kommen sie jetzt sehr gut wieder in Underground rein. Also, das. Aber darf ich das auch noch einmal erwähnen? Ja. Das hat man von Evo Play nicht gesehen. Du hast von Evo Play, du hast zwar ab und zu Outside Smokes gesehen, aber du hast nie Outside Smokes gesehen und dann, wo alle an einem Strang dann gearbeitet haben und dort hingegangen sind. Die haben immer auf Standardaufbau Map Control gespielt und gewartet, was passiert. Ja. Was natürlich funktionieren kann, aber ich glaube, gegen gute Teams nicht funktionieren wird, weil die das irgendwann dann lesen. Boah, das Timing von dem Molotow ist ja geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Muss man darauf achten, der Molly. Meinst du, dass sie das Secret Mall und dann direkt durchgehen? Ja, und der Molly extinguished in dem Moment, wo sie Ja. da eh sind, vom Tempo her. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass sie da langsam machen. Ja, nein, war gut gemacht. Und dann haben sie schon mal Underground. Breezy ist da noch ein bisschen am Lurken. Schaut, ob einer dann vielleicht durch die Smoke pusht oder so. Wiz hat halt oben den Vent Drop. Und damit haben sie halt schon mal zumindest Underground-Kontrolle komplett. Den Bereich. Ist halt da ist jetzt auch wieder die Frage, wir, also passiert uns auch oft der Fehler oder Fehler, wir sehen das als Fehler. Breezy, bin ich der Meinung, müsste da mit seinem Team mitgehen, weil du hast da schon einen Spieler, Wiz, der eine Art Lurker-Rolle einnimmt und du bist einfach, wenn die CTs gut schalten und sein Play lesen, zu schwach zu dritt. Weil wenn du musst jetzt zu dritt quasi B-Side einnehmen und wenn die da wirklich schon zu dritt stehen, was sie in dem Fall nicht tun, also ich weiß auch nicht, wie die Runde ausgeht, bist du einfach zu schwach, du kommst da nicht rein. Und Breezy kann nicht unterstützen. Also jetzt stirbt auch der Erste. Und jetzt kann halt die Runde ganz schnell den Bach runtergehen. Jetzt ist es 3 gegen 4 und jetzt sind die CTs halt wieder im Vorteil. Und das liegt halt unter anderem daran, dass Breezy nicht da war. Ja, aber Wiz kann zumindest oben seinen Lurk noch einen Kill setzen. Ja, genau. Das ist wichtig. Also man kann so eine Runde natürlich noch gewinnen. Aber schaut schon wieder schwierig aus. Wir müssen gleich mal unbedingt auf Wiz wechseln. Der nämlich hier, wenn ich das richtig habe, ist er gerade auf dem Weg. Ja, genau. Ist jetzt hier an der Rampe schon und kriegt halt dann jetzt Funstreak. Während Bosch halt fällt. Und ich weiß nicht ganz, wo die Bombe down ist. Aber es müsste auch da oben sein, in dem Bereich, wo der Molly liegt. Liegt, glaube ich, auch die Bombe. Und jetzt hat er hier die 2 gegen 1 Situation, wo er halt das erste Duell gut gewinnt und Bosch ist halt low. Und dann Ja. kann er jetzt. Muss er halt nur noch die Bombe finden. Und ich glaube, da war er sehr aware auf die Möglichkeit, Auf die genau. Smoke. Ja, okay. Also, das ist eine sehr gut gespielte Runde von Wiz Whiz. einfach. Kriegt er den ersten Ja. Kill, ja genau, und dann spielt Das er ist das, das. was ich da jetzt auch sagen wollte. Breezy hat die Runde verloren und Whiz hat die Runde wieder zurückgebracht und gewonnen. Ja, und da Also es dachte er nämlich, war. dass die Bombe unten liegt. Dann lag die Bombe aber oben. Und jetzt wirft er da den Molly deep. Und ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er ihn da so abaimt, aber er checkt es halt perfekt, kriegt den Kill. Gut Und holt gespielt. sich damit die Also Runde, auf jeden ja. Fall starke Runde von Whis, der hat die Runde gerettet. Wupp.
Ja, und jetzt sind die CTs sogar schon in einem Bereich, wo man halt nur noch forst, damit man genug Geld wieder hat. Ja, ist halt so ein 2K circa bei, halt nicht ganz, damit man nächste Runde wirklich gescheit kaufen kann. Das ist halt das Wichtigste für die Cities, dass sie starke Runden halt auch kriegen. Wo sie aim technisch dann auch gegenhalten können. Spielt aber jetzt schön close by red. Hört man der Gambiner, der schleicht da herum, gell? Ich glaube, der ist eben kurz ein Stück gelaufen, würde ich behaupten. Okay. Also hier Ja, das dann Stück. weiß Bosch AT, dass der da ist. Ja, doch, da Ja, genau, da war auf lauft er. einmal Okay. Lautstärke und ab dann ist Bosch eigentlich aware. Fanstreak hemmt hinter ihm ab. Ja. Das müsste eigentlich, müsste das irgendwie auf einen Kill für Bosch rauslaufen, würde ich behaupten. Wenn nicht vorher irgendwo was anderes passiert. Sabo müsste. Sabu pusht dabei Ramp. Irgendwas sucht er den Spieler. Ja, und Breezy Auch kriegt dann den in. also bei Door, bei T-Vent. Vor dem Vent. Und Washer kann dann aber jetzt genau einen Gambit setzen. Na, Charisma mit zwei guten Kills eigentlich. Man hat da die A-Side fast. Und dann ist jetzt Kovis, der den ersten Kill setzen kann. Sabo kommt dann genau von hinten, erwischt den nächsten. Ja, und wahrscheinlich die Bombe ist da wahrscheinlich gerade down gegangen, oder? Genau, Will ja, wird die die Bombe Bombe geht gerade down? down. Die beiden haben jetzt eine gute Position. Kovis macht Charisma und dann Breezy gegen Kovis. Und ich glaube, das endet auf der B-Side. Weiß ich aber gar nicht mehr. Nee, oh, er geht Heaven. Hofft da ihn outplayed zu haben, aber Groves ist noch da und dann. Ja. 1 gegen 1 ist halt immer schwierig. Irgendwo ist ein Gamble immer dabei. Und ja, deswegen willst du es eigentlich auf ein 1 gegen 1 nicht rauskommen lassen. Weil auch der beste Clutch-Spieler kann einmal Fehler machen. Beziehungsweise auch der beste Clutch-Spieler kann einmal, obwohl da zum Beispiel jetzt dein Gegner, dein anderer Spieler im 1 gegen 1 einen Fehler macht. Kann sein, dass es genau das richtige Play war, was du nicht erwartet hast, und dich dann vernichtet sozusagen. Also 1 gegen 1 kannst du nicht immer gewinnen, wurscht wie gut du bist. Ja. Und deswegen willst du es auf 1 gegen 1 nicht rauslaufen, weil du halt vorher schon eigentlich, wenn du das bessere Team bist, eher deine Chancen nutzen willst, die Runde zu gewinnen. Und bei dem Spiel sieht man halt, es läuft sehr oft auf 1 gegen 1, 1 gegen 2 raus, was leider meiner Meinung nach nicht für sehr taktisches Spiel, sondern ein sehr aim-heavyes Spiel spricht. So, und jetzt haben halt die T's wieder eine. Einen Eco, beziehungsweise einen leichten Force. Auch auf die 2K runtergekauft und dann. Kriegt man sogar den ersten Kill, sorry, da muss ich jetzt nochmal zurück. Weil ich gerade den Kill nicht gesehen habe. Wer Ihr habt macht denn auch da eine den Xeno Kill? Fight, ja? Glockwill Da. fällt. Über Silo nach Garage. Krasser Shot. Das, den muss man erstmal treffen. Ja. Richtig. Kriegt da den Kill und ab dann ist halt Outside offen. Damit hat man eigentlich jetzt eine ganz gute Position. Ich denke, dass sie sich da jetzt zusammentreffen. Damit haben noch eine Smoke of Breezy. Und die CTs gehen auch nicht auf ein Infoplay, sondern spielen das sehr passiv. Ja, jetzt geht's Rampe. Das HTR dann der nächste, der auch noch fallen wird. Ja, gehen da schön zu zweit. Gambe holt auch schon den ersten. Jetzt sind es 5 gegen 3. Ja, und jetzt ist, glaube ich, jetzt liegt es vor allen Dingen an Sabo, der das da jetzt einfach gut spielt. Achso, der steht schon unten. Ja, der steht unter Silo. Kriegt dann da zwei Kills, die halt wichtig sind in dem Fall. Ja, sehr wichtig. Und Krovis und Boscher sind schon runter rotiert. Boscher macht auch noch einen und dann. Hat man die Bombe auch noch nicht down? Ja, Ja, okay. also Ja, da. war Eco, war gute Eco von dem Aces auf jeden Fall. War jetzt zwar noch gewinnen können, aber war einfach auch gut gespielt von Sabo. Ja.
So, dann hat man jetzt Sind echt hier. auch immer andere Leute, die kein Headcabler kaufen. Dieses Kofis, der kein Headcabler hat. Jetzt haben sie hier wieder ein bisschen Smokes gekauft, ein bisschen Flash, mehr ging auch nicht. Und das wird wieder, glaube ich, Outside, ja. Macht er die Garagen-Smokes? Auch einmal eine andere, die hat man noch nicht gesehen. Bosch pusht da, ja, wird auch gefangen. Das ist mit Überzahl. Aber der hat auch viele Gegner gesehen. Das heißt, man weiß jetzt zumindest, wo jetzt gerade die Masse der Spieler sind. Deswegen ziehen sie sich jetzt auch zurück. Und ich glaube, Ein leises. Funstreak hat quasi die meiste Zeit sogar den Cross, also auch wenn das jetzt hier nicht so aussieht, aber ich glaube, er müsste Du meinst da Outside. hinten drüber? Ja, der sieht da hinten drüber. Da hast du schon Genau, recht. also er sieht genug. Aber es kann trotzdem wieder close rübergehen. Aber das ist das, was dann Kovis sehen müsste, sobald die Smoke fadet, das weiß er ja. Ja, und er sieht halt genug, um jetzt, damit sie es ausschließen, quasi mal, dass sie es für sich zumindest ausschließen, dass hier niemand underground ist. Secret unten, ja. Ja. Und das eröffnet ihnen halt sehr viele Vorteile. Kovis denkt sich dann auch irgendwann, okay, jetzt kommt hier nichts. Sich umpositioniert. Ja. Dann spielt man mit drei Leuten Richtung A und das ist genau der richtige Call. Da kommt nochmal ein Molly. 40 Sekunden. Charisma steht wahrscheinlich wieder am Dach, oder? Ja, und hat halt zwei Flashes, aber man hat halt wenig Utility jetzt für den guten Execute, sag ich mal. Das ist ein reiner, wir laufen raus und hoffen, dass wir die Aim-Duelle kriegen. Was sogar einigermaßen gut funktioniert. Ja, 2 gegen 1 kann man auf Und jetzt jeden Fall kommt gewinnen. Sabo von hinten. Charisma hat wahrscheinlich nicht genau das Timing. Ja, geht genau weg, wenn Sabo um die Ecke kommt. Und damit hat Sabo es jetzt relativ einfach, kriegt den ersten Kill, Gambit Slow. Ja. Ja, und wieder mal ein Klatsch. Ja. Ja, aber im Clutch läuft es jetzt sehr häufig einfach aufs Timing hinaus. Schau. Jetzt noch. Nein, nein, ich sage einfach nichts mehr. Diesmal, ja, Sie genau. wissen, dass die Gegner nicht viel Geld haben. Und ich finde es auch schön Zwei hier, Leute haben kein HTR hat auch Headcamp. exakt genau das Geld. 350. Ja. Wer nicht will, der Der hat will schon, nicht. ja. Ja, jetzt ist die Frage, haben Sie da jemanden rüberlaufen sehen? Also Wo ob meinst Sie du jetzt? hier, ob Sie Bosch gesehen haben? Nee. Nein, Okay. wahrscheinlich nicht. Weil sie da so, wenn du es jetzt hier siehst, Ach wo sie so, na, dann aimen. haben sie ziemlich sicher, haben sie ihn gesehen, wenn sie so aimen. Also da aimen gerade zwei Leute in den gleichen Winkel, deswegen. Ja. Ja, Funstreak kann dann einsetzen. Bosch wird da jetzt das Timing haben. Ah! Real hat ihn, glaube ich, gesehen vom Silo aus. Nochmal zurück. Ja, Real müsste ihn Ja, da. Real hat Ja, ihn genau gesehen. da spottet er ihn noch schnell. Und deshalb. Ja, dann können sie den ersten Frag setzen. Dann kommt dann eine Support Flash. Bosch piekt halt nochmal. Macht ziemlich viel Damage. Wiz kann aber einen Kill setzen. Währenddessen mit der Bombe müsste auch jetzt eigentlich den B-Plant kriegen. Ohne dass er contestet wird, aber ist halt niemand in der Nähe, um ihm dann Hilfe zu leisten. Also war nicht rechtzeitig. Ah, jetzt die Bombe down. Und Gambe ist halt viel zu weit weg. Bis der da Ja. ist, wäre schon der Da Defuse aber auch durch. wieder gute Pistol Round von den Aces. Ja, haben Man viel hat den Damage gemacht. Plant. Ja, sie haben zwei Leute gekillt. Das ist okay. Man will zwar drei killen, aber zwei ist auch okay. Und Plant ist sehr gut. Jetzt hat man Geld, um mal gescheit zu kaufen. Ja, Charisma auf das erste Mal, glaube ich, mit einer Orb. Seit langem. Oh Gott, das Kevlar ist ja schon wieder unterschiedlich. Wenn man darauf achtet, ist es nicht so optimal. Savo ist der Einzige, der wirklich regelmäßig seinen Headcabler kauft. Dann nimmt man Outside jetzt auch spannend ein, finde ich.
Also, weil du ja hier die zwei Mollys, dann die Smoke und den einen Gang lässt man offen. Pressure den zu dritt. Wo man selbst durch will. Ja, ist eine coole Taktik. Ja, Breezy gewinnt sein erstes Duell, fast noch das zweite. Gumball ist schon oben. Oh ne, Gumball ist unten. Ich nehme alles zurück. Wo endet man jetzt? Das finde ich spannend. Wo endet man hier? Die sind jetzt alle in Lockers, gell? Ja. Ja. Die werden Richtung Rampe nach B gehen. Ja, Er holt kriegen jetzt den auch nächsten Kill. Sabo. Genau. Und man hat auch zwei Spieler in Lobby, die da. Aha. Wobei. Geht nur wieder zurück. Na, man eskortiert nur die Bombe runter. Riesig oder Charisma kommt da wahrscheinlich mit der Bombe, oder? Mit die Bombe. Ja, genau. Wo sehe Charisma ich hat die ihn das? Bombe. Ah, da sehe ich sie. Da, dieses ganz kleine Symbol, was man nicht sieht. Ja. Upsala. So, und die CTs sind jetzt schon komplett unten. Aber. Ja, man hat es mitbekommen. Aber 5 gegen 3 sollte trotzdem real, hat er schon gute Position im Aquarium. Die Doors sind beide abgesmoked und er ist noch immer im 5 gegen 2. Also das muss eigentlich konvertiert werden. Ja, Funstreak kriegt auch noch keinen Kill mehr, dann ist es einfach nur noch ein Saven. Genau. Geben sie sich schon beide zum Saven. Und damit geht die Runde dann an die Aces. Ja, Runde 27. Jetzt ist es ausgeglichen gerade mal vom Scoreline wieder. Ja, wobei die T's halt im Vorteil sind, weil sie mehr Geld haben. Ja. Können auf jeden Fall nächste Runde auch noch relativ gut kaufen. Die CT's nicht, wenn sie verlieren. Und Also, wichtige Runde. Boscher hat in dem Fall nur eine Deagle. Alle anderen konnten kaufen. Ah ja, oh, das habe ich übersehen, ja. Und Ja, Charisma boah, gleich und mit man dem holt sich First auch Strike. gleich den Entry. Und dann ist wieder Pause. Das finde ich so schön bei Dirk Aces immer zu sehen. Die lassen sich dann auch wirklich Zeit und wollen dann nicht irgendwo reinlaufen, sondern. Ja, das finde ich auch gut. Das ist richtig so. Jetzt einfach keine Fehler mehr machen. Zu zweit bleiben. Schauen, dass wenn einer von den beiden stirbt, dass man den refragen kann. Und ja, wenn man jetzt einfach runterspielt, dann gewinnt man die Runde. Und das machen sie auch gut. Scheint so, als wären sie, würden sie A-splitten wollen. Ja, von Haben jetzt auch Streak. einen Secret. Ja genau, da haben sie jetzt einen Secret gespottet, sagen, passt, den ignorieren wir, den maulen wir weg. Wir wissen, wo ein Spieler ist und wir gehen jetzt einfach gemeinsam auf A. Das ist sehr schön. Ja, Das und ist echt gut. HTR ist da noch gar nicht ready für. Siehst du da? HTR ist noch auf seine Door beachtet. Und dann kommen sie schon rum, kriegen den Kill. Sabo kann zwar einen Refrag setzen, aber ist halt dann auch schon wieder ein 4 gegen 3. Und Bombe ist Und down. Bosch hat keine Waffe. Bosch hat Ist halt keine auch schon Waffe. gute Posi. Ja. Und da ist die Runde wieder vorbei. Breezy kann da wieder einen Kill setzen und jetzt nur noch Sabo. Und der kriegt sogar noch einen Kill, aber Charisma mit dem Refrag. Oh, gute Runde. Das war eine schöne Runde. Gute Entry, dann gut entschieden, was gemacht wird. Und gut exekutiert und gut ausgeführt auch. Und wieder nur Sabo jetzt in der Runde mit Headgammer. Ja, wobei jetzt ist halt wirklich, jetzt ist sehr Mangel. Sie mangeln sehr das Geld. Also da gibt es halt mehr Ja, natürlich. Möglichkeiten, wo du sagst, hier möchte ich die Pistol doch haben oder die MP möchte ich haben. Und da kann ich es eher verstehen, dass man sagt, okay, ich muss irgendwo einsparen. Und diesmal gehen sie auch. Ich glaube, das ist auch das erste Mal seit längerem, dass sie wieder irgendwo pushen. Und da Informationen holen an Rampe gleich, dass sie da close zur Smoke stehen und auch durchgehen, sobald die fadet. HT. Wie setzt HTR da den Kill? Einfach durch die Smoke. Ja, okay. Das ist halt Pech. Breezy stirbt halt durch die Smoke. Kann er wenig
gegen tun, außer nicht dazustehen, aber das ist schwierig. Und dann kommt Funstrick da von hinten, kriegt auch noch einen Kill. Mhm. Kriegt sogar noch den Follow-up. Und Gambe fällt dann Charisma mit der Orb, ist halt auch sau schwierig, da noch was zu tun. 4 gegen 1. Mal dann alleine jetzt hier noch. Kann halt, also, ist halt ganz schwierig. Da kannst, klar kann er jetzt Glück haben, wenn er das Duell gegen Funstrick gewinnt oder so, könnte er einen Bombplan kriegen. Auch wenn die so nah am Van stehen, das ist, also das 1 gegen 4 zu gewinnen, das, ich würde sagen, unmöglich. Ja. Probiert Hut raus zu sneaken. Ja, wird wahrscheinlich von dem Spieler über Hut. Er sieht ihn auch, droppt da runter. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, er schießt da auch einmal. Ja, sicher. Ja, ja. Und dann springt er ein bisschen rum, sieht man eh schön. Er da probiert zu dodgen. Genau. So, dann Runde 29. 14-14. Ja, Geld ich... ausgeglichen. Entscheidende Runde. Ja, ja, genau. Das ist wirklich die wichtigste Runde. Und ja, sie spielen sehr entspannt erstmal. Sie werfen zwar die Outside Smokes, aber da kommt kein Pressure dahinter. Und Funstreak pusht da rein. Ich weiß nicht, ob der jetzt einen Kill gleich kriegt. Das könnte passieren. Ja, kriegt einen Kill und kann zurückfallen. Also schön gemacht, auf jeden Fall, da durch ein Molo zu gehen. Eigentlich haben sie da die perfekte Ausgangsposition, würde ich behaupten. Für, ja, auf jeden Fall. Für die Runde. Aber man stellt sie dafür ein A-Execute, nein, man faket ein A-Execute. Nee, man macht ihn auch. Man faket nicht, nur man macht ihn auch. Nee, aber Gambe geht da dabei draußen herum. Ich glaube, zwei Leute. Ich glaube, Gambe ist auf dem Silo oben, oder? Ist runtergedroppt. Ja, aber wo waren der vorher? Kannst du mir schauen, wie der dorthin rotiert ist? Also viel früher. Ja, genau. Der wirft, also der war immer draußen. Ja, ja, der ist schon immer draußen. Okay. Man wollte einen A-Execute spielen, nur am Anfang ein bisschen Kontrolle holen. Ja, jetzt ja. Verstehe ich es. Aber okay. Er wirft einen Smoke und einen Molly, glaube ich sogar. Da kommt die Smoke, da kommt der Molly. Mhm. Und dann bewegt er sich über Outside. Um da halt einfach dann von hinten rein zu lurken, würde ich behaupten. Ja. Wobei er ja, da ein bisschen und das machen zu schnell Real ist, und Wiss machen das gut. Die gehen zu zweit durch Tor raus, holen sich die zwei A-Spieler. Gambe kann da leider keinen Outside setzen. Also hat er die Lurker-Bosi. Und jetzt 2 gegen 3 im Retake. Stellen sich da eigentlich ganz gut auf. Würde sie kurz Zeit gehabt haben auf Tetris und Zeit. Ja. Ich glaube einfach, dass da Boscher mit der Nade ist halt schwierig, da man will irgendwie die Utility benutzen, aber gleichzeitig ist halt, wird er dann genau gepiekt in dem Moment. Und jetzt ist halt schwierig für die beiden CTs. Schießen sich noch gegenseitig an, jetzt sind sie auch beide bekannt. Ja, und dann ist nur noch Funstreak. Charisma hat da jetzt schon die perfekte Afterplant, also die perfekte Posi für den Clutch, falls es soweit kommt. Und Reader ja, ich denke, perfekt. War gut gemacht. Also, ja, es war guter Execute. Das ist eben das, was man von Evo Play nicht gesehen hat. Und das macht jetzt zum Schluss den minimalen Unterschied anscheinend. Ich meine, dass man bei Evo Plays kaum Executes gesehen hat. Und das ist, war schon ein schöner Execute. Also ein Studierter da mit Gambe, mit der Smoke und dem Molo auf Hut. Von Silo, also und das wirft er halt absichtlich von Silo, damit er dann schnell Outside lurken kann. Charisma mit dem Side-Molo und zwei Flashes. Man geht weit durch Tor raus, also und Main wird auch noch abgesmoked von den Tor-Spielern. Dann kommt die erste Flash. Zweite Flash. Und man holt sowohl den Rafters als auch den Hut-Spieler. Und verliert nur einen Spieler dabei. Also ist jetzt 3 gegen 3, hat seine... den Rückstand wieder aufgeholt und dann heißt es halt Afterplant spielen. Was ich da jetzt ganz schön fand zu sehen, ist eigentlich hast du, wenn du rauskommst als T jetzt hier, du hast eigentlich zwei Angles zum Up-Aim, vielleicht noch einen dritten. Also weil du kommst ja hier raus, dann hast du als allererstes hier close am Door nochmal zu aimen. Und der Hut Molo ist auch gefailed, seh das erst. Eieiei. Oh, stimmt. Ja, also theoretisch hättest du sogar noch einen Winkel weniger abnehmen. Schöner Executor. Oh Gott. Ja, genau. Und dann kommen wir zur letzten Runde.
Das ist, glaube ich, wieder ein Outside Execute diesmal. Also geht man schnell Outside durch. Einfach auch, weil man weiß, okay, die CTs werden nicht mehr so viel haben. Haben die Runde vorher, hatten ja nicht so viel Geld. Ja, und man spielt wieder mit den Secret Smokes. Ja, Wiz Dumm, bleibt ja. wieder oben, Breezy lockt auch oben rüber. Und hat, ich weiß nicht, ob hatte er dieser schon spottet. Müsste eigentlich fast gereicht. Ah ne, der ist nicht. Der ist nur so auf der Hälfte, glaube ich. Der ist noch nicht ganz unten. Ja, jetzt ist nur Bosch da, der sie aufhalten kann. Das wird ihm auch denied und dann kann Gumball ganz in Ruhe planten. Wiz währenddessen oben mit einem Kill. Und dann ist die Runde auch eigentlich Da halt durch. auch den Waffennachteil bei den CTs. Ja. Also, es war die letzte Runde, die ihnen das Genick gebrochen hat. Genau. Und knappes Game, ja. War auf jeden Fall interessant anzuschauen. Beide Teams auf jeden Fall gut gespielt. Also die Kritik ist da immer so harsch von mir. Also, es schaut nicht anders aus, wenn ich da Demos von mir selbst anschaue oder von unserem Team. Aber es gibt auf jeden Fall gut noch Sachen, wo beide Teams dann dran arbeiten können und üben können, um besser zu werden. Also vor allem, was mir jetzt auffällt bei Evo Play, zu empfehlen wäre, dass sie ein paar mehr Executes machen. Vielleicht haben sie auch Nuke noch nicht so viel gespielt, das weiß ich nicht. Ein paar Executes sich reinnehmen, dann werden sie sicher gleich um einiges stärker auf der D-Seite. Der Default schaut schon sehr schön aus. Und auf Seiten der Pandaric Aces, dass sie nicht zu unkoordiniert oder halt nicht zu viel einzeln arbeiten auf der City-Seite, sondern sich vielleicht einen zweiten Spieler nehmen und dann gemeinsam arbeiten. Weil das kommt mir vor, das ist das Problem, was sie gehabt haben auf der City-Seite, dass sie oft einzeln gestorben sind, ohne einen Refrag zu kriegen. Ich kann verstehen, warum sie das machen, weil sie halt aim-stark sind. Aber es ist halt vielleicht, glaube ich, noch besser, wenn sie das zu zweit machen. Ich glaube, das sind bei beiden Teams zwei Punkte, die man schnell und einfach ändern kann und wo sie dann noch einmal um eine Ecke stärker werden. Ja, genau, das war die zweite Map. EvoPlay hat die Map vorher gewonnen gehabt. Und das war der Pick von Aces. Also, ich muss jetzt nachschauen, ob EvoPlay vorher schon viel Nuke gespielt hat, aber ich glaube nicht so. Insofern war das für sie natürlich schon. Also war es jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass sie da die guten Execute spielen. Okay. Und dafür das dann so knapp hinzubringen, nachdem sie auch davor noch Inferno gewonnen haben. Also es war für Aces, glaube ich, eher die Drucksituation da, dass man da kurz davor ist, rauszufliegen. Ja. Genau. Ja, aber danke, dass du wieder mal hier mit dabei warst und Danke für deinen die Input Einladung. dagelassen hast. Ja, immer wieder gerne. Beim nächsten Mal vielleicht auch wieder mit noch wem anders. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.